Herr Kretschmer versucht, sich als konservativen Politiker zu verkaufen, weil er genau weiß, die Sachsen lieben die Grünen nicht. Ja. Aber er macht es eben nur verbal, er lässt dem keine Taten folgen und die grüne Politik wird weiter in Sachsen umgesetzt. Was Deutschland braucht, sind Politiker, die sagen, unser Land zuerst, unsere Menschen zuerst. Auch bei 30 Grad sind heute wieder hunderte Bürger in Bautzen auf der Straße gewesen. Herr Obern, Sie waren den ganzen Spaziergang mit dabei, trotz des heißen Wetters. Was sind Ihre Eindrücke heute von der Demonstration in Bautzen hier? Also ich habe einen guten Eindruck, also wie immer bürgerliches Publikum. Es wird ja oft unterstellt, dass hier böse Menschen unterwegs wären. Bürgerliches Publikum und offensichtlich sind die Menschen in Bautzen sehr bewusst für die politische Situation, in der wir uns befinden. Sie wissen, was auf uns zukommt. Und sie kommen trotz dieses Sommerwetters, obwohl man in den Garten gehen könnte oder in Urlaub fahren oder baden gehen, sie kommen hierher und demonstrieren, weil sie wissen, dass in dem Land viel falsch läuft. Das grundsätzlichste Problem der deutschen Politik ist, dass bei uns Regierungen keine Politik für ihr eigenes Land machen und nicht für die eigenen Menschen, dass Politik für Minderheiten gemacht wird oder schlimmer noch, Politik fürs Ausland, nicht für unsere Interessen. Das ist das größte Problem, was Deutschland hat. Nun, wir haben auch verschiedene bekannte Politiker angekündigt, dass auch diese großen Proteste jetzt Proteste gegen die Energiekrise sein werden, weil sie Nebenkosten enorm steigen werden, weil es viele Leute auch gibt, die sich das einfach nicht mehr leisten können. Ja. Was denken Sie da? Werden wir im Herbst größere, also noch größere Proteste sehen, die vielleicht auch sogar größer als die Corona-Proteste werden? Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir wissen schon heute theoretisch, was auf die Menschen zukommt. Die Leute spüren es aber noch nicht. Und wenn wir heute offiziell von einer Verdoppelung oder Verdreifachung der Gaspreise sprechen, dann können wir uns ausmalen, was das für die Haushalte bedeutet. Und das wird die Menschen auf die Straße treiben, weil dann viele wahrscheinlich direkt vor der Armut stehen. Wer finanziert diesen Krieg? Deutsche Steuermilliarden fließen in die Ukraine. Und das seit Jahren. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen Russland und der Ukraine ist? Es sind beides keine wirklich demokratischen Staaten. Aber Russland liefert uns seit Jahrzehnten billige Energie. Davon profitieren wir. Die Ukraine kassiert seit Jahren deutsche Steuermilliarden ihr Geld und beschimpft uns noch. Das ist der Unterschied zwischen Russland und der Ukraine. Was Deutschland braucht, sind Politiker, die sagen, unser Land zuerst, unsere Menschen zuerst. Nun sind Sie ja aber heute nicht nur hier Mitdemonstrant gewesen, sondern auch Fraktionsvorsitzender im Sächsischen Landtag. Was macht denn die AfD, damit solche Probleme auch gelöst werden, beziehungsweise dass die Anliegen der Bürger wirklich auch ins Parlament kommen und da Anklang finden, dass die anderen Parteien, zum Beispiel im Landtag, das überhaupt mitbekommen, was hier los ist? Wir können über Anfragen an die Staatsregierung bestimmte Zusammenhänge aufdecken. Was macht die Regierung überhaupt? An welcher Stelle gibt es welche Zuschüsse? An welcher Stelle beschäftigt man sich überhaupt mit bestimmten Krisenszenarien, Stromausfall und so weiter? Also da können wir zum Beispiel aufdecken, dass die sächsische Regierung auf den Blackout eben sehr schlecht vorbereitet ist, dass es keine klaren Pläne gibt. Und das Zweite ist, wir können natürlich Anträge stellen an die Staatsregierung, dass man bestimmte Dinge ändern soll, die zu den Problemen führen. Zum Beispiel Gasversorgung, dass wir eben Nord Stream 2 öffnen, dass wir die Turbine möglichst schnell liefern, dass wir keinen Druck auf Russland ausüben. Das sind ja alles deutsche politische Entscheidungen. Dort kann die Staatsregierung selber in Berlin aktiv werden. Das können wir im Parlament fordern, das machen wir auch. Das sind die Instrumente, die wir als Opposition haben und die nutzen wir natürlich auch aus. Sie haben es gerade gut angesprochen, politische Entscheidungen. Nun gibt es ja in Sachsen Ministerpräsidenten Kretschmer, der hier in Sachsen zusammen mit den Grünen koaliert und eine Justizministerin mit Katja Mayer toleriert, die früher gesungen hat, Advent, Advent, ein Bulle brennt. Ja. Nun stellt sich dieser besagte Ministerpräsident hin und kritisiert die Grünen im Bund, dass deren Politik absolut fern der Realität wäre. Aber wie passt das denn zusammen, wenn man im Bund die Grünen kritisiert für ihre Energiepolitik, aber hier in Sachsen mit den Grünen koaliert? Ja, es passt überhaupt nicht zusammen. Also zwei Beispiele. In Sachsen wird die Windkraft weiter ausgebaut, also näher an die Wohnbebauung ran und im Prinzip auch höhere Anlagen, die dann im Prinzip noch mehr das Leben der Menschen beeinträchtigen. Und zweitens Landwirtschaft. Auch in Sachsen wird den Landwirten das Leben schwer gemacht. In bestimmten Bereichen darf nicht mehr gedüngt werden. Das heißt, die Ernten sind dann nicht mehr verwertbar. Das sind beides Projekte, die von den Grünen kommen, die in Sachsen vom Ministerpräsidenten toleriert werden. Wir gehen dagegen vor. Herr Kretschmer versucht, sich als konservativen Politiker zu verkaufen, weil er genau weiß, die Sachsen lieben die Grünen nicht. Ja. Aber er macht es eben nur verbal, er lässt dem keine Taten folgen und die grüne Politik wird weiter in Sachsen umgesetzt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass im Herbst die Demonstrationen größer werden. Wie machen Sie es denn da auch als normaler Bürger der Stadt?
Werden Sie da weiter mit ihr auf die Straße gehen oder wie werden Sie das im Herbst sehen oder wie begleiten Sie das auch? Selbstverständlich. Deutschland braucht endlich Politiker, die Politik für die eigenen Bürger machen und nicht fürs Ausland. Und daran wird sich nur dann was ändern, wenn die Menschen massiv gegen die derzeitige Politik protestieren und am Ende auch diese Politiker vertreiben. Und das geht nur über die Straße und da sind wir dabei. Wir wollen dasselbe. Wir wollen in Deutschland Politiker ganz oben an der Regierung haben, die Politik für Deutschland machen.